Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Video für euch. Heute möchte ich darüber sprechen, was der Unterschied zwischen einer Castingagentur und einer normalen Schauspielagentur ist. Der Unterschied ist ganz, ganz einfach und ganz, ganz prägnant. Eine Castingagentur nimmt ganz, ganz viele Schauspieler, Schauspielerinnen und auch sogar Laiendarsteller an, also je nach Agentur oder Castingagentur. Und dann bekommen sie etwas rein, also eine Ausschreibung, und dann wird in diesen ganzen Leuten, in dem ganzen Pool geschaut, wer würde passen, und die Leute werden dann benachrichtigt. Oder, was auch natürlich eine Möglichkeit ist, es ist unterschiedlich, wie die Castingagenturen arbeiten, alle bekommen diese Ausschreibung. Und dann kann man sich selbst darauf nochmal melden bei der Castingagentur. Das ist eine Castingagentur. Eine Schauspielagentur dagegen ist exklusiv. Das heißt, man hat davon nur eine einzige. Bei Castingagenturen kann man auch mehrere haben, das ist vollkommen egal. Aber bei einer Schauspielagentur kann man nur eine einzige haben, denn die vertritt einen nach außen hin komplett. Die übernehmen auch alles andere, also es ist schon fast wie ein Management, aber nicht ganz so wie ein Management. Aber es geht schon in diese Richtung. Man ist auf der Seite gelistet, man ist eingetragen, dass man Schauspieler oder Schauspielerin bei der und der Agentur ist. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ich euch Agenturen empfohlen habe, dass die Schauspieler dann zu sehen sind mit einem Foto, mit der Vita und mit dem Demoband. So vertritt die Agentur dann die ganzen Schauspieler oder Schauspielerinnen. Das heißt, wenn eine Ausschreibung reinkommt, wird geguckt, dass man sofort die und die Leute vermittelt. Oder wenn die eine Ausschreibung bekommen, gegebenenfalls auch sogar von einer Castingagentur, werden die Schauspieler immer bevorzugt. Das heißt, es wird eine Bewerbung von der Agentur geschrieben an die Caster oder auch an die Ausschreibung an sich. Und dann primär halt von einem Schauspieler, dass man diesen vermarktet. Das ist der große Unterschied. Zusätzlich kümmert die Agentur sich um viele andere Sachen, wie Marketing oder Verträge. Das macht alles dann die Agentur. Also die Agentur, die will euch total vermarkten, die nimmt euch als, sag ich mal, Werkzeug und versucht euch zu pushen. Eine Castingagentur macht das halt nicht. Eine Castingagentur kriegt eine Ausschreibung und schaut, ach, wen habe ich denn da im Pool und wen kann ich anschreiben, oder können die Leute sich selbst drum kümmern. Das macht eine Castingagentur. Und eine richtige Agentur, die ist sofort für euch, die ist sofort dabei und die vermarktet euch. Das ist der große Unterschied. Wie das provisionstechnisch aussieht mit Castingagentur und mit einer normalen Agentur, kann ich jetzt leider nicht ganz genau sagen. Ich weiß nur, wie das in einer normalen Agentur ist, dass man Provision zahlen muss, wenn man einen Job bekommt. Und das ist dann auch unterschiedlich, in welchem Vergütungsmodell das Ganze ist. Aber erstmal wichtig zu wissen, was ist der Unterschied zwischen einer Castingagentur und einer normalen Agentur. So. Das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hinterlasst ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne mal ein Abo da, das würde mich unglaublich freuen. Und dann hoffe ich, dass ich euch bei meinem nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, tschüss!